Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck mit der nächsten Marktübersicht und Analyse. Bevor es losgeht, einmal der Hinweis zum Verge-Gewinnspiel. Ich verschenke bei jeder Marktübersicht und Analyse eine kleine Menge Verge. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, müsst ihr nur zwei Dinge tun. Einmal den Kanal abonnieren und am besten die Glocke daneben aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video draußen ist. Und einmal einen Kommentar posten mit eurer Verge-Adresse. Ihr könnt gerne in die Kommentare eure Fragen posten oder Analysewünsche posten. Und ich werde dann irgendwann mal, wenn genug Fragen da sind, mal ein Q&A-Video machen und dann mal einige Fragen von denen beantworten und versuchen, die mal zu erarbeiten und eure Fragen, die am meisten dann halt auch vorkommen, zu beantworten. Also wenn ihr daran teilnehmen möchtet, Kanal abonnieren, Verge-Adresse in die Kommentare posten und viel Spaß jetzt bei der Marktübersicht und Analyse. So, bevor es losgeht, nochmal die Auflösung zum Verge-Gewinnspiel vom letzten Video. Ich werde auf jeden Fall versuchen, eure Fragen und Anregungen mal in einem Video zusammenzufassen und möglichst viele zu beantworten. Also schreibt mir eure Fragen auf. Gutes Video, mach weiter so, Kai Petri. Ich werde die Verge, nachdem ich das Video hochgeladen habe, mal schicken. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, fangen wir mal jetzt mit der Marktübersicht an. Ja, das heutige Market Cap liegt bei 650 Milliarden US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz weiter am Sinken bei 35,9%. Wir können uns mal hier die Charts von der Marktkapitalisierung mal anschauen. Wir sind ungefähr beim Allzeithoch, was wir Mitte Dezember ungefähr hatten. 640, 650 Milliarden US-Dollar. Den sind wir dabei zu knacken. Kann sogar sein, dass er jetzt gerade geknackt wurde. Auf jeden Fall so um den Dreh sind wir beim Allzeithoch. Und wenn man sich jetzt mal hier den Altcoin-Markt anguckt, also die Marktkapitalisierung ohne Bitcoin, dann sieht man hier eindeutig, dass die Altcoins sehr stark unterwegs sind und bei einem neuen Allzeithoch bei 418 Milliarden US-Dollar sind. Und die Bitcoin-Dominanz, habe ich schon in den letzten Videos immer wieder mal gesagt, die ist weiterhin am Sinken, inzwischen bei einem Allzeittief bei ungefähr 37, 36% sogar jetzt schon. Also die Altcoins sind auf jeden Fall im Gegensatz zum Bitcoin sehr stark unterwegs. Der Bitcoin stagniert da ein bisschen im Moment, aber das Gute ist, der bricht nicht nach unten aus. Da hatten wir ja die Befürchtung, dass es da vielleicht nach unten gehen könnte. Kann halt immer noch passieren, aber im Moment ist es sehr ruhig um Bitcoin. Das war ja auch die Vermutung da, wo die Bitcoin Futures rausgekommen sind, dass da die Volatilität ein bisschen runtergehen wird. Und wenn man uns jetzt hier mal die Prozente anschaut und in den letzten Tagen mal Bitcoin anschaut, dann sieht man auch, dass hier die geringste Volatilität im Markt ist. Ripple ist bei 2,40 Dollar immer noch auf Platz 2 vor Ethereum. Ethereum hat aber auch einen Breakout hinter sich, im Moment bei knapp 900 Dollar. Wenn wir uns gleich auch im Chart ansehen, da hat man es sehr schön gesehen, wie ein Widerstand durchgebrochen wurde. Bitcoin Cash bei 2.650 Dollar. Cardano wieder beim neuen Allzeithoch. 76 Cent macht hier immer mehr Vorsprung auf Litecoin, hat ja vor ein paar Tagen Litecoin überholt, schon 5 Milliarden US-Dollar Vorsprung auf Litecoin im Market Cap, auch 10% im Plus. Und Stellar Lumen immer noch stark am Steigen, genauso wie Ripple. Da werde ich wahrscheinlich auch noch ein extra Video zu machen, was genau Stellar ist. Und da sieht man auch, dass hier auch ein neues Allzeithoch ist bei 57 Cent, inzwischen auf Platz 8. Auf jeden Fall kann man sagen, sehr viele Sachen im Plus. Vor allem hier auch Tron auf 14. Platz bei 7,4 Cent, auch neues Allzeithoch. Also das neue Jahr fängt sehr stark an. Steam mit 65% in den letzten 24 Stunden. Da sind auf jeden Fall einige sehr gut ins Jahr gestartet. Ja, schauen wir uns mal jetzt die Charts an. Ja, wie gesagt, der Bitcoin in der letzten Zeit sehr geringe Volatilität. Da tut sich im Moment nicht viel. Wir hatten uns in den letzten beiden Analysen mal angeschaut hier. Dieser Bereich um die Unterstützung, dass die gebrochen werden könnte. Im Moment ist das immer noch nicht passiert, könnte aber eventuell in den nächsten Tagen oder Wochen halt immer noch passieren. Und wenn das passiert, wäre es ziemlich schlecht. Was man jetzt ein bisschen sich hier erahnen lassen kann, dass hier so ein kleiner Head and Shoulders Muster entstehen kann. Also hier die Schulter, hier der Kopf. Und wenn er hier nochmal auf diese Unterstützung knallt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der auch dann komplett durchbrochen wird.
Und dann könnten wir halt hier in diesen Bereich kommen von $11.100, dass da die Unterstützung halt nochmal berührt wird oder sogar halt dann durchbrochen wird. Im Moment sehen wir auf jeden Fall auch, dass diese zwischenzeitlichen Hochs von Bitcoin hier einmal und hier einmal immer niedriger werden. Also wir sind auf jeden Fall immer noch in einem Abwärtstrend. Wäre natürlich cool, wenn diese zwischenzeitlichen Hochs mal gut durchbrochen werden können und signifikant durchbrochen werden können, damit wir hier mal wieder nach oben ziehen können. Im Moment sieht es nicht danach aus, muss man mal schauen, was hier passiert, ob der sich hier nochmal nach unten zieht. Dann hätten wir hier einen klassischen Head and Shoulders Muster und dann könnte es halt auch schnell passieren, dass man hier zur zweiten Unterstützung kommt. Und wenn diese halt durchbrochen wird, habe ich schon in den letzten Videos gesagt, dann könnten wir auch ziemlich schnell wieder nach unten gehen. Aber wir sehen auch hier, das Volumen ist nicht hoch im Moment. Der Fokus auf dem Markt liegt wirklich bei den Altcoins. Und ja, muss man mal abwarten, wie der Bitcoin sich in den nächsten Wochen entwickelt. Nach dem Hype im letzten Quartal 2017 haben wir jetzt natürlich eine Beruhigung. Ist nichts Besonderes. Ist eigentlich, war eigentlich zu erwarten. Muss man jetzt schauen, was der Bitcoin machen möchte. Wie auch schon gerade erwähnt, bei Ethereum ein kleiner Breakout zu sehen. Wir hatten vor einigen Wochen mal hier dieses Allzeithoch, konnte nicht durchbrochen werden, dann wurde es durchbrochen, haben wir bei 880 ein Allzeithoch gehabt und dann hatten wir einen Absacker und seitdem ist er halt nicht mehr über diese Linie gekommen. Den hat er aber jetzt sehr schön durchbrochen, sehen wir hier schön. Ist aber nur bis zum Allzeithoch ungefähr gekommen. Neuer Allzeithoch ist $10 höher als vorher. Also jetzt nicht signifikant, dass man jetzt noch einen zusätzlichen Ausbruch sehen konnte. Wenn es aber hier nochmal drüber geht, kann ich mir vorstellen, dass es noch höher gehen kann. Ist im Moment nicht der Fall. Es beruhigt sich ein bisschen. Hier die gleitenden Durchschnitte haben jetzt nochmal ein bisschen Zeit nachzuziehen und sich an den Kurs anzupassen. Und dann könnte man vielleicht noch eine Bewegung nach oben sehen. Auf jeden Fall ein sehr schöner Breakout. Können wir nochmal gucken, wie viel Prozent das ungefähr waren von dieser Linie. Ah, das war falsch. Von dieser Linie hier ungefähr bis nach oben sind es mehr als 16, 17%. Für Ethereum ist das eine Menge. Aber wir haben auch schon gesehen, dass die anderen Top 10 Coins noch stärkere Gewinne eingefahren haben in den letzten Tagen. Zum Beispiel Ripple, jetzt können wir uns mal Ripple anschauen. So, Ripple hatte ja einen Ausbruch komplett auf $2,80. Ist dann eine kleine Korrektur vorgekommen. Das Volumen ging runter, wie im letzten Video auch schon gesagt. Und jetzt ist es halt so, dass hier der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt ist, über dem 10er exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Das sieht sehr gesund aus im Moment bei Ripple. Natürlich scheiden sich hier die Geister über das Konzept von Ripple, dass es zu zentral ist und nicht die Dezentralität hier aufweist, die eigentlich bei Kryptowährungen vorhanden sein sollten. Da sind auf jeden Fall zwei Lager im Moment auch, einmal die für Ripple sind und einmal die dagegen sind. Als Alternative ist da halt Stellar Lumen. Dann können wir uns jetzt auch mal gleich Stellar Lumen anschauen. Stellar, dazu werde ich wahrscheinlich ein Video machen, was das genau ist. Ja. Schauen wir uns das mal an. Hatte einen Wahnsinns-Breakout. Wir hatten hier das Allzeithoch vorher bei 30 Cent ungefähr. Ist seitdem komplett ausgebrochen bis auf 60 Cent. Ist immer noch dabei, weiter hochzuklettern. Das Volumen bei den Ausbrüchen sieht man hier unten sehr schön. Ist schön hochgefahren. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Immer bei den Ausbrüchen hochgefahren, bei der Korrektur immer runtergegangen. Sieht sehr gesund aus. Stellar Lumen auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Wie gesagt, werde ich mal ein Video zu machen. Das Allzeithoch im Moment auf jeden Fall bei 60 Cent, im Moment bei 57 Cent. Ja, zum Abschluss nochmal ein kurzes Update zu Verge. Da sollte ja neuer das Wraith-Protokoll kommen. Da hat man schön gesehen, der Kurs ist komplett hochgegangen, wieder bis auf 23, 24 Cent. Und dann ist er leider abgestürzt. Zum einen, weil es verspätet dann rauskam und dann halt nicht auf alle Betriebssysteme, sondern nur auf Mac. Und im Moment ist es dann halt so, dass es im Moment bei 14 Cent ist. Abwärtstrend wieder zu sehen hier bei Verge. Der Hype ist im Moment vorbei. Mal gucken, ob es wieder nach oben zieht. Die Unterstützung, die hier unten sind, die sollten am besten nicht gebrochen werden. Vor allem hier diese.
Auf die muss man aufpassen, wenn es da runter geht, kann man noch krassere Abstürze dann noch sehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch noch da, würde ich mich freuen und bis zur nächsten Analyse. Ciao, ciao.